Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 1395. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir haben heute natürlich erstmal unsere zwei Kalender und kriegen hier einmal 200 Season-Währungen. Und morgen ist es dann auch schon soweit, dass wir das Kostüm von Fleischklops hier bekommen. Was auf jeden Fall schon mal richtig nice ist. Müssen wir aber noch ein paar Stunden warten. Dann gehen wir einmal hierher. Hier haben wir nochmal 500 Rohbernstein. Den nehmen wir auch gerne mit. Let's go. Und dann können wir auch schon hier zu den Angeboten kommen. Da haben wir einmal 5 neue Angebote insgesamt, aber für uns an der Stelle erstmal nichts Relevantes. Gehen wir einmal hier zu Johann, da können wir... Nichts? Jetzt geht's. Können wir uns trotzdem nichts kaufen. Okay, dann die Runen sind noch am werkeln, Tagschatten ist auch noch am rumfliegen, also wird nichts. Ohnezahn ist auch noch unterwegs. Ich meine, gut, Ohnezahn war, ich glaube auch, also musste auch fast 3 Tage oder so ins Training. Es war eine ganze Menge auf jeden Fall. Deswegen kein Wunder, dass das so lange dauert. So, wir können jetzt erstmal die Kollegen hier losschicken, bis unser Fischlager nahezu voll ist. So, dann können wir die Kollegen hier losschicken. Let's go. Und die können natürlich auch alle wieder durchstarten. Wunderbar, sehr schön. So, dann gehen wir einmal hier rüber. Hier haben wir wieder ein bisschen Fisch. So, dann können wir einmal den Kollegen hier wieder ins Training schicken gleich. Vorher können wir den hier noch füttern. Seitenterror Level 21 geht auch gut voran auf jeden Fall. Das ist sehr schön. So, dann brauchen wir ein bisschen Fisch. Damit können wir jetzt den Kollegen hier einmal ins Training schicken. Wunderbar. Können dann auch hier an beiden Titanrädern dann drehen mal wieder. Mal schauen, ob hier was bei rumkommt. Erstmal haben wir keinen Titan. Okay. Das heißt, du gehst wieder los. Und wie sieht es bei dir aus? Kriegen wir dich vielleicht Titan? Dann hättest du den überholt. Nein, auch nicht. Ganz, ganz knapp hier. Aber leider hat es bei Höllentornada nicht ausgereicht. Naja, gut. Dann kann der Kollege hier einmal los. So, dann haben wir hier nochmal den Kollegen. Wunderbar. Die können auch wieder los. So. Dann kann der Kollege los, oder beziehungsweise die beiden Kollegen. Hier kann man Steinwolli füttern. Den kriegen wir heute sogar wahrscheinlich aufs nächste Level, wenn ich das hier so sehe. So, nee, stopp. Hallo, rüber. So, du kannst auch wieder. Los, let's go. Dann können wir jetzt nochmal hier ein bisschen Fisch mitnehmen. Und nein, es reicht haarscharf gerade noch nicht aus, um den Kollegen weiter zu füttern. Aber wir haben, ich glaube, noch die 4-Jahreszeiten-Statuen, ganz genau. Vielleicht kriegen wir ja gleich eine ordentliche Fischbombe von so 900 Millionen oder so. Das würde ja ausreichen fürs Füttern. Schauen wir mal. Es sieht gerade noch nicht so gut aus. Wir haben auch eine Jahreszeitenstatue und hier gibt es leider... Also was heißt leider? Hier gibt es nur Runen. Das ist aber leider nicht ganz das, was wir für den Kollegen brauchen. Das heißt, Steinborli kann dann später wieder los. Ich denke mal, den Fisch kriegen wir noch zusammen. Ist uns zwar noch ein bisschen viel, aber sollten wir, denke ich, mal hinbekommen. Dann können die Kollegen wieder los. Let's go. Sehr schön. Wunderbar. So, du bleibst erstmal kurz hier sitzen. Ihr bleibt auch erstmal noch hier. Nein! Gar nicht gut. Wo sitzt du? Wo sitzt du? Mist. Wieder die ja. Alles sammeln Statue. Ach Mann! Die macht alles kaputt. Weil ich auch die immer anklicke. Es ist halt so... Man hat sich so dran gewöhnt über die letzten 1000... Folgen oder wie lange ich die schon habe. Ist halt crazy, dass man da halt immer drauf drückt. Zumindest für mich so. Ich weiß ja nicht, wenn ihr sie habt, wie es bei euch ist. Weil, weißt du, man sammelt halt so lange ein, bis man also wie man kann. Und dann klickt man halt einfach drauf. Ist halt Mist, weil dann sammelt man einfach alles ein. Aber naja, gut. Irgendwann wird das schon was werden. Muss ich mich mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren, beziehungsweise mir ein bisschen... Ja, merken vielleicht wäre gar nicht mal so schlecht. Könnte man mal machen, wäre ganz schlau eigentlich. Aber mal schauen, kriegen wir irgendwann schon hin. Genau, Tagschart haben wir schon geguckt, der war schon unterwegs. Sammeln wir hier nochmal alles ein. Jetzt ist ja egal. Dann nehmen wir hier einmal die 2 polierten Bernsteine mit. Der Kollege kann dann gleich wieder los. Aber ich denke mal, wir kriegen die paar Bernsteine, die jetzt noch fehlen, damit wir den gleich 2-mal losschicken. Kriegen wir, denke ich mal, noch zusammen. Deswegen können wir dich erstmal wieder losschicken. Let's go. Dann haben wir hier einmal Hakenzahn. Bei Hakenzahn können wir hier auch einmal wieder weiter. Dann einmal Holz sammeln und gratis. Dann gehen wir hier zu Fleischklops. Bei Fleischklops natürlich genau das gleiche. Hier können wir auch einmal am Glücksrad drehen. Mal schauen, da bekommen wir ja wahrscheinlich einen Drachen oder Runen. Okay, ja, 10 Stück kann man sich mit einpacken. Die anderen 2 gehen ja sowieso gleich wieder flöten.
So, und dann startest du wieder durch. Sehr schön. Knapp 50 Runen noch, dann sind wir auch schon bei 44.000. Mal schauen, ob wir das heute noch schaffen. Erstmal können wir nochmal hier rüber gehen, weil der Kollege wieder da ist, ganz genau. Es wäre wirklich gut, wenn wir den gefüttert kriegen, weil wir haben richtig viel Eisen. Da können wir dann gleich wieder was ausgeben. Und hier haben wir halt leider kein Holz, kein Fisch mehr. Das ist halt ein bisschen mies. Naja gut, gehen wir einmal hier rein, nehmen wir das einmal mit. Let's go. Und dann kriegen wir auf jeden Fall wieder einen neuen Odinsmarken und haben hier dann auch nochmal Skrill, Kronkel, Sturmschneid und dann nochmal ein bisschen Fisch, bisschen Holz und wieder ein paar Runen. Wunderbar, dann können wir einmal direkt wieder hier reingehen und das nächste Gratis-Paket mitnehmen. Let's go. So, dann nehmen wir das einmal mit und dann haben wir hier auch noch einmal Knochenräuber, Sturmschneid, rotes Gift und nochmal ein bisschen Holz, bisschen Fisch und wieder ein paar Runen. Sehr schön, nehmen wir die mit, dann können wir hier aufs Kreuz gehen, weg damit. Gehen einmal in den Season Pass, haben hier jetzt noch 5 tägliche Aufgaben fertig. Kommen damit auf jeden Fall hier auch wieder zur nächsten Belohnung. Und wir sehen schon, wir haben auch die 2000 Rohbernstein geknackt. Das heißt, wir können dann auf jeden Fall nochmal Ehret losschicken. Tagschatten, ohne Zeit kriegen wir nicht los. Video jetzt nicht unbedingt. Verteidige Berg können wir machen. Beschleunige eine Aktion können wir mal gucken, was das wäre. Nichts, okay, cool. 1,40 haben wir hier. Gut, das ist ein bisschen lang. Wir kriegen den halt für ein paar los. Mal schauen, können wir ja vielleicht noch machen. Vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Wöchentlich kriegen wir jetzt auch erstmal an der Stelle nichts fertig und Season heute wahrscheinlich auch noch nichts hier. Nö. Okay, gehen wir in die Belohnungen. Hier haben wir nochmal 1000 Season-Währung, die nehmen wir gerne mit. Dann, wenn wir hier die nächste Stufe erreichen, kriegen wir auch wieder ein neues Season-Sammlungsteil. Höchstwahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass das zur Season-Sammlung gehört. Und ja, dann gehen wir einmal hier rein, können hier jetzt unser nächstes Season-Geschenkpaket öffnen. Vielleicht kommen wir damit jetzt über die 44.000 Runen. Wäre ein bisschen blöd, weil dann ist sie wahrscheinlich... Also wenn wir jetzt über 44.000 Runen kommen, haben wir nämlich am Ende wahrscheinlich keinen guten Drachen oder sowas drin. Sondern wahrscheinlich Runen. Aber schauen wir mal, was hier jetzt so drin ist. Wir bekommen Runen. Okay, also wir sind über den 44.000. Vorher nochmal ein bisschen Holz. Und das sind 100 Runen. Damit sind wir hier gut drüber. Und können jetzt einmal hier noch beschleunigen. Let's go für 16 Runen. Stimmt, die sind ja auch noch um 30% runtergesetzt. Das ist auch sehr gut. Ja, und damit haben wir die 44.000 geknackt. Also 44% haben wir erreicht. Wir wollen ja an die 100.000 rankommen. Das wird noch eine ganze Weile dauern und wird noch ein ganzes bisschen anstrengend werden. Aber das soll an sich nicht ganz so schlimm sein. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt können wir erstmal hier wieder losschicken. Let's go. 2 polierte Bernstein. Wunderbar. Der bleibt erstmal noch da. Wie kommen wir jetzt am besten an Fisch? Eigentlich über Events, über Spießrutenlauf hier rein und hier ein paar Kämpfe machen noch. Wir sind ja hier schon ein bisschen weiter vorangekommen in dem Spießenlauf, da wäre es auch sinnvoll hier weiterzumachen, weil da kriegt man bessere Belohnungen. Also vom Gefühl her zumindest. Gehen wir jetzt zuallererst einmal auf den Kollegen hier, geben dann mit unserem Sturmschneid einmal die Schwäche, greifen dann mit dem Knochenräuber wieder normal an und gehen mit dem Skrill wieder normal rein. Damit machen wir auf jeden Fall guten Schaden, sodass wir den Kollegen eigentlich auch relativ gut wegkriegen. Wenn wir jetzt hier mit dem Skrill noch einmal normal rangehen, ist der weg. Dann haben wir noch einen übrig, da können wir einmal die Schwäche von unserem Sturmschneid raushauen. Und dann können wir jetzt mit unserem Knochenräuber hier nochmal normal reingehen. Skrill wieder einmal normal, Sturmschneid hier einmal normal, let's go. Sehr gut, sind wir in der letzten Welle. Hier können wir zuallererst einmal mit dem Skrill auf die Zweierattacke gehen. So, können dann jetzt einmal die Heilung von unserem Sturmschneid hier einsetzen. Dann Knochenräuber wieder einmal normal rangehen. Und Skrill nochmal normal, damit kriegen wir den auf jeden Fall weg. Let's go. So, sind wir dann, nee, sind wir noch nicht, haben noch einen, stimmt. Ja, und dann wäre es eh zu Ende. Gut. Ich dachte gerade schon, aber nee, gut, es sind nur 2 Wellen. Jetzt ist es zu Ende und jetzt haben wir gewonnen. Let's go und kriegen 2 Glücksräder. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad und wir bekommen hier erst einmal 137 Millionen Holz. Und dann drehen wir am nächsten und wir bräuchten halt ordentlich Fisch. Mal schauen, 275 Millionen ist schon mal ein bisschen was, reicht aber noch nicht ganz aus. Da brauchen wir ungefähr nochmal so viel und dann soll das auf jeden Fall ausreichen. Aber mal schauen, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig durchgerechnet. Gehen wir hier erstmal weiter, let's go und schauen doch mal, dass wir hier einmal auch gewinnen können. Wir gehen zuallererst einmal auf den Kollegen. So, geben dann die Schwäche von unserem Sturmschneid. Greifen dann mit dem Knochenräuber wieder normal an, gehen mit dem Skrill nochmal normal rein.
Und dann schaffen wir das hier auf jeden Fall ganz gut. So, und damit ist der schon mal weg. Wunderbar. Dann können wir jetzt mit unserem Sturmschwein hier nochmal die Schwäche geben. Der kommt glücklicherweise noch nicht auf 5 Aktionspunkte. Mal schauen, ob wir den wegbekommen, bevor er dorthin kommt. Aber das sollten wir an sich hinbekommen, vor allem wenn wir die Attacke nehmen. Ganz genau. Dann sind wir in der letzten Welle. Hier gehen wir zuallererst einmal auf den Kollegen, geben dann auch hier wieder die Schwäche von unserem Sturmschneid. Knochenräuber normal und dann kommt der Skrill hier nochmal normal. Der soll auf jeden Fall hier ausreichen und dann können wir mit unserem Sturmschneid und dem Knochenräuber den riesenhaften Albtraum wegholen. Das heißt, einmal hier normal, dann Sturmschneid, Schwäche, Knochenräuber normal, wunderbar. Und dann können wir jetzt mit unserem Skrill auch noch einmal normal reingehen und mit unserem Sturmschneid dann auf die Heilung gehen. Heilen wir uns nochmal ein bisschen hoch, machen Schaden, holen den weg und haben wir gleichzeitig gewonnen. Let's go. So, dann drücken wir am ersten Glücksrad und wir bekommen hier einmal 275 Millionen Fisch. Sehr schön, dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Damit haben wir auf jeden Fall genug Fisch, um den jetzt zu füttern und jetzt erst recht. Jetzt haben wir es, wobei es kann sein, dass wir es vorher sogar nicht hatten, weil es 880 Millionen, ich glaube, kostet. Aber ist egal, wir haben es jetzt auf jeden Fall. Gehen einmal hier rüber und den wollte ich nie anklicken, ich wollte den anklicken. Dann kannst du wieder los für 21.000 Eisen, gehst du wieder ins Training. Ist jetzt das vorletzte Training, dann ist der auch bald auf Level 175. Und dann haben wir die alle drei so weit oben und das ist dann richtig gut. Dann sammeln die alle zusammen knapp 8.100 Eisen. Was wünscht man sich dann eigentlich noch mehr? Wir können jetzt erstmal hier in den nächsten Kampf gehen. Schauen wir mal. Und da war, ich glaube, die Belohnung, wenn wir den jetzt gewinnen, danach Bernstein. Und wir haben sogar nur eine Welle, also auch ziemlich entspannt. Können hier jetzt gleich die Schwäche von unserem Sturmschneid raushauen. Gehen dann mit unserem Skrill normal rein und Knochenräuber normal. Und machen damit dann auf jeden Fall auch ganz guten Schaden, um den auch ganz gut erstmal wieder wegzuholen. So, also Skrill einmal normal. Dann kommt unser Knochenräuber hier. Und dann können wir auch schon mit dem Sturmschneid hier auf die Schwäche gehen. Let's go. Jetzt kommt Skrill und dann nochmal Sturmschneid und aua, aua, aua. Das tat wirklich weh. Ist aber nicht ganz so extrem. Wir gehen einmal hier drauf, können uns dann heilen. Und dann können wir den Kollegen jetzt wegholen. Sehr schön. Damit bleibt noch einer übrig, aber den holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Da zappeln wir nicht lange. Da geben wir hier einmal die Schwäche. Dann gehen wir mit dem Knochenräuber normal rein und geben nochmal die Schwäche von unserem Sturmschneid hinterher. Und damit ist er auf jeden Fall auch weg und wir haben hier auch wieder gewonnen. So, dann drehen wir mal im ersten Glücksrad und wir bekommen hier einmal eine Frucht der Weisen. Das ist schon mal sehr schön, wunderbar. Dann können wir hier direkt am nächsten Glücksrad drehen. Hier bekommen wir jetzt auch noch einmal 550 Millionen Holz obendrauf. Wunderbar. Dann haben wir jetzt noch 1000 Bernsteins zum Mitnehmen. Let's go. So, gleichzeitig können wir noch kurz einmal hier drüben den nochmal zum Eisen schicken. Sehr schön. So, damit haben wir 17.800 Eisen schon wieder. Also es passt wieder richtig gut. Also wir könnten den Steinwolli dann schon wieder fast ins Training schicken. Und da fehlt halt einfach dann nur der Fisch. Aber mal schauen, den kriegt man schon irgendwie zusammen. Jetzt können wir erstmal noch diesen Bosskampf hier machen. Und mal schauen, wenn wir den gut hinkriegen und dann morgen die letzten paar Kämpfe machen, schaffen wir vielleicht den Spießenlauf noch komplett. Müssen wir aber mal gucken, gehört ein bisschen mehr Arbeit dazu, müssen wir einfach mal schauen, ob und wie das klappt. Erstmal schauen wir, dass wir hier gewinnen, gehen jetzt mit unserem Skrill einmal normal rein, können dann mit unserem Knochenräuber nochmal normal reingehen und mit unserem Sturmschneid dann auch schon die Schwäche auf den nächsten Kollegen geben. Oder wir haben dann einfach keinen Einfluss drauf. Ja, das ist mies, aber naja, gut. Das reicht auch aus. Wunderbar. Dann kommt der jetzt einmal dran, das ist nicht so schlimm. Gehen wir mit unserem Skrill einmal normal rein. Dann können wir jetzt mit unserem Knochenräuber uns hier einmal die Stärke nehmen. Wunderbar. Hier einmal die Heilung raushauen. Und damit ist er auf jeden Fall weg gleich. Wenn wir jetzt mit unserem Skrill nochmal normal reingehen, hat das auch schon ausgereicht. Und wir sind in der nächsten und letzten Welle. Und hiergegen geben wir als erstes... jetzt wird es schwierig. Gehen wir als erstes mal auf den Kollegen, weil der hat eine blöde Attacke, mit der er uns Aktionspunkte klauen kann. Und das mögen wir nicht. Dann geben wir jetzt einmal die Schwäche. Unser Knochen war weiter noch ein bisschen stärker. Das ist ganz gut erstmal an der Stelle. Da können wir auf jeden Fall noch mit was anfangen. Jetzt wird, genau das meine ich hier, ne, Aktionspunkt geklaut. Uncool. Aber ist egal, wir kriegen den gleich weg mit unserem Sturmschneid. Dann hoffentlich reicht es aus, denke ich mal. Aber sollte eigentlich. Und... der war leider weg. Na gut.
Einmal die Heilung, let's go. Damit sind nur noch zwei übrig. Da gehen wir jetzt erstmal auf Dynamojo, dass wir den hier als nächstes wegkriegen. Da fällt mir ein, es gab seit Dynamo, also Dynamojo gab es ja mal als Suche. Und zwar, also das war die erste Drachen, die erste Premium-Drachensuche, wo man mit dem, mit Ohnezahn halt nach einem Premium-Drachen suchen konnte. Aber seitdem haben sie das nie wieder gemacht, ne? Na gut, die hatten ein ganz paar Probleme, weswegen hat dann halt jeder noch einen kostenlosen Dynamojo hinterhergeworfen gekriegt hat. Aber trotzdem haben sie das dann nie wieder gemacht. Naja gut, holen wir uns den Kollegen erstmal weg gleich noch. Gehen wir mit dem Sturmschwert dann schon mal mit der Schwäche auf den. Weil das Dynamojo, den sollten wir auf jeden Fall easy wegkriegen mit dem Skrill. Ganz genau, wunderbar. Und damit haben wir auch schon wieder gewonnen. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad und wir bekommen hier einmal 687 Millionen Fisch. Dann können wir direkt am nächsten Glücksrad drehen. Hier bekommen wir auch noch einmal ein Spießrutenlaufpaket. Wunderbar, das ist richtig gut. Das ist wieder eins, welches wir auf jeden Fall auch behalten. Weil das zum Pack-Opening dann später gehört. Sonst hatten wir jetzt nichts mehr drin. Wunderbar. Nehmen wir das hier nochmal mit. Dann schauen wir mal. Den Kollegen können wir nämlich schon wieder losschicken. Unser Staubwieler ist noch unterwegs. Training ist voll. Da sind 7 von 7 Drachen erstmal drin. Das passt alles. Wunderbar. Jetzt haben wir nochmal ordentlich Fisch. Da können wir hinter nochmal sliden mit ein paar Bugs zwischendurch. So. Ja, dann du bist der Weiteste, also wirst du gefüttert. Kannst jetzt aber halt nicht ins Training. Hat man ja gerade schon. Dann würde ich auch sagen, wär's es an der Stelle erstmal wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und dann wird es auch, denke ich mal, nicht mehr lange dauern, dass wir unseren letzten Steinwolli aufs Max Level hochziehen. Und zwar Track. Weil Tick, Trick und jetzt kommt halt Track. Mal schauen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Das Problem wird eher der Fisch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao, ciao, Leute.